Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Tag für euch, aber bevor es losgeht, wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja Leute, ich wurde getaggt von der lieben Caroline von dem Kanal Marie Salon de Livre. Ich freue mich sehr. Danke, liebe Caroline. Das ist auch wieder ein interessanter Tag. Der heißt nämlich, bin ich buchsüchtig? Nein, ja, vielleicht. Wir werden sehen. Frage Nummer 1. Was ist die längste Zeit, die du überstehst, ohne ein Buch in die Hand zu nehmen? Oh Mann, ja. Ich muss arbeiten und ich muss schlafen. Das sind die einzigen Zeiten, wo ich kein Buch in die Hand nehme. Aber ansonsten, sobald ich Zeit habe und Lust habe, habe ich ein Buch in der Hand. Frage Nummer 2. Wie viele Bücher trägst du zurzeit mit dir rum? Physisch oder auf einem Gerät? Ja. Also ich habe einen E-Book-Reader zwar, aber da sind kaum Bücher drauf. Ich habe da ein paar drauf, den nehme ich auch meistens nur mit, wenn ich in den Urlaub fahre oder so, damit ich nicht so viel Bücher mitnehmen muss. Aber meistens nehme ich trotzdem auch physische Bücher mit, weil es gibt nichts Schöneres, als im Urlaub irgendwo zu sitzen und ein Hardcover oder ein Taschenbuch in der Hand zu haben. Also nur mit mir rumtragen tue ich definitiv, wenn überhaupt, nur ein Buch. Weil ich habe es nicht weit bis zur Arbeit. Ich bin ruckizucki innerhalb von ein paar Minuten auf der Arbeit und auch zurück. Also ich nehme wohl schon mal ein Buch mit, wenn ich weiß, ich muss jetzt zum Arzt. Und bevor ich da eine halbe oder dreiviertel Stunde rumsitze und die Decke anstarre, nehme ich mir ein Buch mit und lese. Ja. Behältst du jedes Buch, das bei dir einzieht? Das ist übrigens Frage Nummer 3. Ja Leute, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich bemühe mich, fast alle Bücher zu behalten, aber mittlerweile bin ich bei so einem Limit, dass ich es einfach nicht mehr kann. Bevor Corona losging, habe ich einmal im Jahr, ja, oder sagen wir mal so, alle paar Monate habe ich Bücher gespendet. Bei uns gibt es den Club, den Lions Club, die machen immer zweimal im Jahr so Buchverkäufer. Das heißt, man kann da hingehen, also man spendet vorher. Dann werden meistens im November und im April an einem bestimmten Sonntag werden die Tore in der Stadthalle geöffnet. Da kann man dann hin und die Bücher dann kaufen. Die werden nach Kilopreis berechnet und das Geld, was da zusammenkommt, wird für einen guten Zweck gespendet. Das finde ich immer richtig gut und da habe ich auch immer ja einiges gespendet. Mittlerweile durch Corona wurde das Ganze gestoppt und jetzt sind es schon bald 2 Jahre, dass man keine Bücher mehr abgeben kann. Ich glaube, ab Dezember diesen Jahres geht es wieder los. Und ich bin an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr jedes Buch behalten kann. Wenn es nach mir ginge, würde ich es das tun. Wenn ich den Platz hätte, hätte ich eine riesige Bibliothek. Aber leider haben wir nur ein kleines Haus und irgendwann sind auch alle Plätze belegt. Ja. Frage Nummer 4. Wie lange würdest du bei einem Stadtbesuch in einer Buchhandlung verweilen? Och, ich kann in einer Buchhandlung die Zeit vergessen. Also eine Stunde ist nichts. Oder auch früher in der Bücherei 2 Stunden. Aber meistens geht man ja rein, man hat ein gezieltes Buch, was man gerne kaufen möchte. Und dann gucke ich noch. Aber eine Stunde ist bei mir gar nichts. Also das geht ruckzuck. Ich spreche dann auch mit den Leuten da vor Ort, die kennen mich schon. Und ja. Ich finde, es ist eins der wundervollsten Plätze, die es gibt. Frage Nummer 5. Wie viel Zeit pro Tag verbringst du tatsächlich mit Lesen? Ja, das ist sehr schwer, aber ich glaube schon, dass es so, also eine Stunde bestimmt ist, aber an manchen Tagen vielleicht auch 2. Manchmal lese ich auch, wenn ich sehr früh wach werde, schon eine halbe Stunde. Dann, wenn ich von der Arbeit komme und Zeit habe, eine halbe Stunde, um einfach runterzukommen und dann manchmal noch abends anstatt Fernsehen oder manchmal auch ein paar Seiten, bevor ich schlafe. Ja, also so 1 bis 2 Stunden an manchen Tagen bestimmt. Steht Lesen auf deiner täglichen To-Do-Liste?
Also ich habe jetzt keine Liste, was ich täglich machen muss. Man hat, klar, hat man Routine-Sachen im Haushalt, die man zu erledigen hat. Ich bemühe mich, jeden Tag zu lesen, aber es gibt auch mal Tage, wenn die sehr hektisch sind, dass ich es mal nicht schaffe. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Was schätzt du, wie viele Bücher du insgesamt besitzt, inklusive E-Books? So, also E-Books habe ich ganz, ganz wenige nur. Weiß ich nicht, wenn es hochkommt, 20. Ich habe nicht viel E-Books. Ich wollte da damals mal viel mehr kaufen, aber ich habe es irgendwie nie gemacht. Ich gestehe es, ich stehe einfach auf physische Bücher. Es ist so. So, aber wie viel habe ich? Oh Mann, ich habe ein Riesenregal im Keller. Das sind bestimmt um die 800 Bücher schon. Ich habe hier, also ich habe auf jeden Fall definitiv über 1000 Bücher. Es ist so, ja. Aber ich habe da kein schlechtes Gewissen bei. So, Frage Nummer 8. Wie oft erwähnst du Bücher in Gesprächen? Ja, das ist natürlich eine Frage, das kommt oder hängt von den Leuten ab. Ich sage mal so, wir haben Freunde und Bekannte, die interessieren sich nicht fürs Lesen. Also da werde ich auch nicht von Büchern erzählen. Da wird man vielleicht mal erwähnen, ach ja, ich lese gerade ein spannendes Buch und das war's. Aber wenn ich jemanden Gleichgesinnten habe, der sich auch wie ich für Bücher interessiert, also da ist es einfach so, man trifft sich und da ist die erste Frage, na, was liest du gerade, ist es spannend, kannst du mir was empfehlen, da spricht man ja ganz anders. Aber wenn ich so mit einem Otto-Normalverbraucher oder ich sag mal mit Freunden, die nicht lesen, zusammen bin, dann spreche ich auch nicht über Bücher. Nein, auf keinen Fall. Frage Nummer 9. Welches ist das dickste Buch, das du zu Ende gelesen hast? Ja, ganz klar, Ken Follett, Die Säulen der Erde, 1151 Büchern, eins meiner Lieblingsbücher. Ich liebe dieses Buch und irgendwann in ein paar Jahren werde ich es auf jeden Fall wieder lesen, vielleicht auch schon eher. Es ist eine wundervolle Geschichte und ich finde, diese Geschichte hat alles gehabt. So, gibt es ein Buch, das du trotz aller Widrigkeiten haben musstest? Entschuldigung, ich muss mal kurz hier stoppen an dieser Stelle. So Leute, weiter geht's. Sorry, mein Pieper hat alarmiert und ja, den musste ich jetzt stoppen. Also, gibt es ein Buch, das du trotz aller Widrigkeiten haben musstest? Ja. Also, ich habe mir damals, oder sagen wir mal so, als 50 Shades of Grey das Buch rauskam, hat man ja so viele unterschiedliche Meinungen gehört. Und ich habe von ganz vielen gehört, kauf dir das Buch bloß nicht, das ist so ein Schund und so ein Schrott. Und andere, oh, das ist richtig gut, ich weiß gar nicht, was die anderen immer haben. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt hole ich mir dieses Buch. Ich muss wissen, worüber da gesprochen wird und worum es da geht. Und dann habe ich mir das Buch gekauft. Und ja, ich habe das auch nicht verstanden, was es da für riesen, mega Diskussionen drüber gab. Also da wurde, glaube ich, in meinen Augen mehr rausgemacht, als es eigentlich wert war, drüber zu quatschen. Aber gut, so ist das halt. Da manchmal scheiden sich eben die Geister bei Büchern. Frage Nummer 11. Gibt es ein Buch, das du nur mit Mühe beenden konntest? Ja, so richtig beenden eigentlich nicht, aber es gibt ein Buch und zwar Der Herr der Ringe von Tolkien. Ich habe schon zweimal versucht, dieses Buch zu lesen. Einmal bin ich, glaube ich, bis zur Hälfte und beim letzten Mal bin ich sogar nur, ja, ich glaube, 100 Seiten oder so. Ich werde das Buch trotzdem nicht wegtun, weil ich finde die Filme unfassbar gut und eigentlich auch die Art, wie es geschrieben ist. Es ist kein schlechtes Buch. Es ist eigentlich bestimmt noch, vielleicht sogar noch besser als der Film. Aber irgendwann in meinem Leben werde ich dieses Buch noch einmal starten und auch bis zu Ende lesen. Und deswegen wird es auch immer so lange bei mir bleiben, auf jeden Fall, bis ich es gelesen habe. So, Frage Nummer 12. Was sind drei deiner wichtigsten Buchziele für 2021? Ja, das erste Ziel ist auf jeden Fall, dass ich weiterhin Spaß am Lesen habe, dass ich weiter auf BookYouTube Filme drehe,
weil ich finde es einfach ganz toll, über Bücher zu reden, und ich habe immer noch das Gefühl, ich muss Leute bekehren, dass sie mehr lesen. Ich finde, in der heutigen Zeit wird viel zu viel alles nur noch, ja, es wird geguckt, gezockt, und es werden ja auch viel Hörbücher gehört, das ist natürlich auch toll. Aber das reine Lesen, auch in der Jugend, geht immer mehr verloren. Und ich glaube, das ist auch mit ein Problem heutzutage, was die Sprache angeht. Also man merkt ja schon, dass viele Schüler heutzutage Probleme haben, Briefe zu schreiben oder überhaupt zu schreiben. Und ich glaube einfach, das hängt auch damit zusammen, dass einfach zu wenig Bücher gelesen werden. Deswegen, also ich möchte weiter Spaß haben, ich möchte weiter versuchen, Leute zu bekehren und eben Videos zu drehen. Ja, das nächste Ziel ist, dass ich meine 12 Books in 12 Months Liste schaffe. Die ersten Monate lief es richtig gut, jetzt im Moment bin ich so ein bisschen am Stolpern, aber ich hoffe, dass ich den Dreh wieder kriege, dass ich zumindest vielleicht fast alle schaffe. Ja, und das dritte war eigentlich meine Wälzer-Challenge, aber da muss ich gestehen, da bin ich bisher kläglich gescheitert. Also, puh, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, es ist einfach ein Zeitproblem, wenn man sich gewisse Dinge vornimmt, zumal man ja auch laufend immer wieder neue Bücher kriegt, und neben der Arbeit, dem Haushalt und anderen Dingen ist die Zeit halt begrenzt. Und ich glaube, da werde ich dieses Jahr echt scheitern. Ja, Frage Nummer 13. Hast du schon einmal jemanden zum Lesen gebracht? Ja, habe ich, aber das ist bestimmt 20 Jahre oder über 20 Jahre her. Damals eine Frau von einem Arbeitskollegen von meinem Mann, die haben uns öfter besucht, und die hat immer mitbekommen, dass ich so viel gelesen habe. Sie hat auch wohl ganz gern mal gelesen, aber kaum. Und als ich dann ihr immer erzählt habe von Büchern, ist sie auch angefangen wieder. Und hat sich richtig doll fürs Lesen interessiert, und ja, so gesehen habe ich sie im Grunde genommen wieder ans Lesen gebracht, und sie hat, glaube ich, mehr gelesen als jemals zuvor. Ja, habe ich gemacht. Nummer 14. Was bedeuten Bücher für dich? Ja, Bücher bedeuten für mich alles. Also ein Leben ohne Bücher kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du das? Ich habe seitdem ich klein bin gelesen. Also es zu meiner Zeit als Kind ist das noch nicht so gewesen wie heute, dass man ja viel Taschengeld bekommen hat. Und bei uns gab es ja, wie gesagt, diesen Bücherbus, der regelmäßig kam. Das war für mich ein Paradies. Dahin gehen, mit Riesentaschen voll Büchern nach Hause gehen und lesen können. Und nachher, wo man selber finanzielle Mittel hatte, um zu lesen, habe ich das einfach regelmäßig genutzt. Und heute ist es so, ich bin Gott sei Dank in der guten Lage. Ich kann mir einfach jeden Monat regelmäßig Bücher kaufen, die mir gefallen. Und ich genieße das. Ich sage immer, andere kaufen sich ein paar Schuhe nach dem anderen. Ich kaufe mir halt Bücher. Womit wir auch wieder bei der Anfangsfrage sind. Bin ich buchsüchtig? Ja, nein, vielleicht? Definitiv ja. Ich liebe Bücher, und es fällt mir schwer, mir mal einen Monat keine zu kaufen, muss ich ehrlich gestehen. Also ich muss nicht jedes Mal, wenn ich in einen Buchladen reingehe, ein Buch kaufen. Also schon alleine das Stöbern reicht mir. Da rumzugehen, zu gucken, was gibt es Neues, die Bücher anzufassen, hinten drauf zu lesen, kann ich. Ich bin erst gestern oder vorgestern im Buchladen gewesen und ohne ein Buch wieder rausgegangen. Also ich kann das. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, bin ich buchsüchtig, weil ich brauche Bücher. Also, und dieses Gefühl, wieder neue Bücher zu kaufen und wieder voller Erwartung und Freude, die einem vorliegen oder die vor einem liegen zu sehen, ist einfach unglaublich. Ja, ich bin ein Buchnerd und ich stehe dazu. Genauso ist es. Ja, Leute, ich tagge alle Leute, die Lust haben, diesen Tag zu machen. Ich weiß noch nicht genau, wer den Tag schon gemacht hat. Deswegen tagge ich niemanden Bestimmtes. Alle, die Lust haben, diesen Tag zu machen, die sollen das machen. Ja, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.